Stück wie Carmen hat kein Kern. Carmen ist eine Welt. Ich würde sagen, was interessiert mich über Carmen ist eigentlich, man ist so gewöhnt mit dieser Musik und mit dieser Geschichte, dass man vergisst oft, wie radikal diese musikalische Landschaft, das Bizet geschafft hat, eigentlich ist. Es ist nicht eine Opera, es ist nicht eine Opera-Komik, es ist kein Operetta, es ist kein Revue, es ist kein Chanson, aber es hat alle diese Elemente und dann, was kommt, ist diese sehr besondere Meisterstück. Das ist meine zweite Inszenierung mit Konstantinos Karidis. Wir haben angefangen eigentlich zu denken, was für eine musikalische Fassung wir gemacht haben. Konstantinos hat eine musikalische Fassung gemacht. Das hat dann 10, 15 Minuten Musik, das man hört nicht oft in Carmen. Tanz, weil 50% von dem Stück ist Tanzrhythmus oder Act-Tanzen. Das bedeutet, man muss das dienen. Was ist Carmen? Wer ist Carmen? Ich habe fast nie in großer Detail mit Paula über Carmen gesprochen. Wenn andere Sängerinnen würden diese Inszenierung machen, sie würden alle ihre Identität und ihre Persönlichkeiten in diese Rolle bringen. Wer ist Carmen? Fängt an, erster Probetag, 10 Uhr, mit dem Mezzosopranisten. Ich glaube, der Reiz an der Rolle Carmen zu spielen, ist, Carmen als authentische Figur auf die Bühne zu bringen. Weil es gibt so viele Klischees. Das Wichtigste für Carmen ist, dass sie die Freiheit haben. Sie liebt die Natur, sie liebt die Freiheit. Sie ist vielleicht auf der Suche der Liebe, aber ich glaube, sie hat es noch nicht gefunden. Ich glaube, sie liebt einen Teil von Don José, einen Teil von Escamillo, aber wahre Liebe bin ich nicht so sicher. Carmen fehlt an Don José seine Kraft. Er ist überhaupt nicht spontan, Duty calls und er geht. Und sie versteht das nicht. Das ist für mich was eine große Freude, dann diese Carmen auf der Bühne zu bringen. The nature of Don José is he is young, he is very impulsive, not a bad person, just insecure and also weak. He's obsessed. He thinks he loves her. He doesn't, because that's not love. It's obsession. And he cannot take no for an answer, as most obsessed people don't take no for an answer.
Why did I wait so long to sing this role? Well, I think now is the right age, with the vocal weight and with the vocal evolution that I had. That now is the right time to begin tackling these roles that have a little bit more meat, a little bit more weight. It's a great role. It's full of passion, it's full of psychology. I like playing a bit crazy in the end. Ich hoffe, ich gebe genug Raum für Assoziationen in die Inszenierung, dass das Publikum kann auch ihre Carmen produzieren. Das ist ein Dialog zwischen dem Zuschauer und dem Darsteller und dem Regisseur und nicht eine Präsentation. Das interessiert mich überhaupt nicht.